Hallo und herzlich willkommen zu dem Livestream zum MME-Kurs in dieser Woche. Wir beschäftigen uns heute mit den Media-Elementen und dem Canvas-Element im Browser und schauen, wie wir die für interessante Dinge zum Zusammenspielen bringen können und entwickeln dabei eine kleine Mini-Library, mit der wir das Ambilight oder Bias Lighting, was Sie vielleicht vom Fernseher kennen, auch für HTML-Videoelemente implementieren können. Wenn Sie dabei sind, wenn Sie mich verstehen können, dann schreiben Sie doch einfach kurz in den Chat rein, dass Sie auch da sind. Lassen Sie ein kleines Hallo da, dann weiß ich, dass alles in Ordnung ist und wir anfangen können. Es gibt so ein paar organisatorische Informationen, die ich am Anfang kurz erwähnen werde. Und dann fangen wir an mit einem kleinen Rückblick auf die Kurse bzw. die Sitzung aus den letzten Wochen. Ich habe wieder ein kleines Quiz für Sie vorbereitet, was wir durchgehen können. Und dann schauen wir uns vielleicht ein bisschen kürzer als sonst die eigentliche Implementierung an. Bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Erstmal ein herzliches Willkommen auch nochmal an die Leute, die vielleicht im Rahmen von dem Schnupperstudium an diesem Kurs teilnehmen. Für die anderen Kursteilnehmenden die Information: In dieser Woche bietet die Uni Regensburg so ein Schnupperstudium an, wo man in verschiedene Fächer, in verschiedene Kurse reinschauen kann. Und es haben sich auch ein paar Leute für diesen Kurs interessiert und angemeldet. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob tatsächlich auch jemand angekommen ist, aber es ist gut möglich, dass auch ein paar Schüler, Schülerinnen jetzt zuschauen und vielleicht so einen kleinen Einblick bekommen wollen in diesen Kurs und auch vor allem in das Studium der Medieninformatik. Wenn Sie im Chat sind wenn Sie das jetzt irgendwie im Rahmen von dem Schnupperstudium anschauen, dann nehme ich mal an, dass wenn Sie irgendwie Fragen zum Studium haben, wenn Sie irgendwie wissen wollen, wo dieser Kurs im Studium steht und ob nicht andere Veranstaltungen ein bisschen besser sind, dann glaube ich, können Sie das einfach in den Chat reinposten. Und ich nehme mal an, die Regensburger Studierenden, die vor Ort sind, die würden Ihre Fragen auch sehr, sehr gerne beantworten. Also das unterstelle ich jetzt einfach mal den Studenten und Studentinnen, dass wenn sie da irgendwelche Fragen haben zum Studium der Medieninformatik, sie sich auch ganz zuversichtlich an die Leute hier im Chat wenden können. Ein paar Worte zu der letzten Übungsaufgabe. Es wird wie immer einen Lösungsvorschlag geben, den Sie sich anschauen können. Und wir sind gerade dabei, die Aufgaben zu korrigieren, sind da, glaube ich, auch fast fertig oder zumindest gut dabei. Das heißt, dass Sie die Ergebnisse wahrscheinlich morgen, spätestens Freitag, im GRIPS-Kurs sehen werden. Und wir werden dann im Anschluss auch direkt wieder diese Code-Reviews für Sie vorbereiten und Ihnen dazu die Einladung schicken. Dazu der Hinweis: Wir werden dann mit den Einladungen auch so einen Beispiel-Review für die Aufgabe veröffentlichen, dass Sie sich da, bevor Sie dann das nächste Code Review für Ihre Kommilitonen schreiben, auch nochmal informieren können, was so aus unserer Perspektive vielleicht ein gutes oder passendes Review wäre. Ein Hinweis noch zu dem, was wir hier im Kurs machen, beziehungsweise was wir in diesem Livestream immer machen. Sie können natürlich jederzeit irgendwie mitprogrammieren. Lass sie ja immer über dieses Live-Share-Feature in meinen Editor mit reinschauen und da können sie sich ein bisschen umschauen. Sie können aber natürlich auch selber irgendwie versuchen mitzuprogrammieren oder vielleicht im Nachhinein die Aufgabe sich nochmal anzuschauen. Und da wollte ich Sie nur nochmal daran erinnern, dass es immer diese Demo, die ich hier versuche zu implementieren, sowohl als fertigen Code, also als Lösungsvorschlag gibt, als auch als so ein Starterpaket. Da können Sie dann immer an dem Punkt, wo ich in dem Livestream auch ansetze, selber versuchen, eine Implementierung zu finden. Also das als kleiner Hinweis. Wenn Sie das nochmal nachvollziehen wollen, dann haben Sie dazu die Möglichkeit in Form von so einem Starterpaket. Das finden Sie, wenn Sie auf der Kurswebseite unter Demos sich den Artikel zu dieser Demo anschauen und dann sehen Sie dann einen Link zu dem GitHub-Repository, das sowohl die Lösung als auch den Startercode beinhaltet. Ich würde jetzt gerne anfangen in dieser Woche mit eben so einem
kleinen Mini-Quiz, mit dem wir so ein paar Themen aus den letzten Wochen zusammenfassen werden. Und das ist für Sie oder soll für Sie die Gelegenheit sein, sich vielleicht noch mal so ein bisschen zu versichern, dass Sie so die wichtigsten Sachen oder vielleicht eher zufällig ausgewählte Themenbereiche aus den letzten Wochen so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und ist jetzt nicht schlimm, wenn Sie nicht alles beantworten können, aber vielleicht ist es ja so ein kleiner Indikator für Ihren eigenen Lernstandserfolg. Ich versuche das mal zu starten. Sie kennen das, weil wir es schon mal gemacht haben. Ich schaue jetzt in eine andere Richtung. Das liegt daran, dass das Ganze auf einem anderen Rechner läuft. Und ich wähle mal das richtige Quiz aus. Wenn ich das jetzt gleich starte, dann sehen Sie im Twitch-Chat hoffentlich die Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Und dann werden nach und nach Fragen eingeblendet von mir. Genau, Sie sehen da jetzt eine kleine Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Ich sende gleich die einzelnen Fragen aus, dann haben Sie kurz Zeit, die zu beantworten. Je schneller Sie die richtig beantworten, desto mehr Punkte haben Sie. Wenn Sie eine Frage falsch beantworten, dann werden Ihnen Punkte abgezogen und am Ende sehen wir, wer irgendwie im Moment der beste MME-Studierende ist. Wenn Sie mitmachen möchten, dann starte ich jetzt mal das Quiz mit der ersten Frage. Sie beantworten die einfach und wir schauen uns am Ende die Ergebnisse an. Schon wieder vergessen, irgendwelche Quiz-Hintergrundmusik vorzubereiten. Schauen, ob ich das nächste Mal dran denke. Aber ich glaube, Sie können auch mit ein ganz kleines bisschen Stille leben und sollten dann langsam die letzten Antworten eingegangen sein. Und wir können uns wahrscheinlich gleich die Ergebnisse anschauen. Ich zeige Ihnen die mal. Das wenig überraschend. Haben die meisten von Ihnen das in Anführungsstrichen richtig beantwortet. Sie haben ja selber jetzt auch schon mal ein paar Mal mit diesen Promises arbeiten müssen, auch indem Sie die selber erstellt haben. Und klassischerweise legt man in dem Konstruktor von dem Promise so einen Callback an. Der bekommt zwei Funktionen übergeben. Eine, um das Promise positiv zu erfüllen, eine, um das Promise negativ zu erfüllen. Und auch wenn Sie diese Parameter theoretisch nennen können, wie Sie wollen, ist es irgendwie so eine Übereinkunft, dass man die eben resolve für den positiven Fall und reject für den negativen Fall tatsächlich nennt. Nur noch ein kleiner Hinweis, das müssen Sie nicht so machen. Sie können da irgendwas hinschreiben in diese Parameternamen. Nur eben wie gesagt, das ist so eine Konvention, dass die beiden Funktionen, die da an Ihren Promise übergeben werden, von Ihnen eben in Ihrem Code Resolve und Reject genannt werden. Schauen wir mal die nächste Frage uns an. Es geht jetzt ein bisschen weiter zurück, so in die ersten Wochen, als wir uns über JavaScript und die grobe Struktur von der Programmiersprache Gedanken gemacht haben. Da haben wir ein Prinzip kennengelernt, das wesentliche Grundlage dafür ist, wie wir unsere Anwendungen modularisieren und aufteilen können. Da würde ich gerne einfach nur kurz den Namen von Ihnen erfahren. Schauen wir uns da auch da mal die Ergebnisse an. Auch hier wenig überraschend. Das Wort oder das Schlüsselwort, das wir da irgendwie gesucht haben, ist Closure. Das ist diese Bezeichnung für diesen Funktionseinschluss in JavaScript. Und was sich dahinter eigentlich verbirgt, steht ja auch schon in der Frage. Wir haben so eine Einheit aus einer Funktion in JavaScript mit allem, was in dieser Funktion passiert und dem Kontext, in dem diese Funktion erstellt worden ist. Ganz einfach ausgedrückt, innerhalb einer Funktion haben Sie Zugriff auf den gesamten Kontext, der diese Funktion umschließt. Und damit kann man dann sich kleine abgeschottete Bausteine schaffen in der Anwendung, weil es eben diese Beziehung
von der Funktion nach außen gibt, aber nicht unbedingt in die andere Richtung. Und auf der Grundlage können wir dann zum Beispiel eigene Module erstellen, wenn wir das mit diesem Revealing Module Pattern machen wollen. Und auch die ES6 Module, die wir verwenden, hier in dem Kurs basieren dann technisch, auch wenn wir das gar nicht mehr mitbekommen, natürlich auf diesem Closure Prinzip. Dann habe ich noch eine Frage für Sie vorbereitet. Geht jetzt ein bisschen in die Theorie der Programmierung und ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt an einer Stelle in den Lesetexten mal vor. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, vielleicht im Stream. Das ist jetzt eher die Frage, ob Sie das vielleicht sich gemerkt haben. Vielleicht haben Sie es ja auch in einem anderen Kurs schon mal aufgeschnappt, die Bezeichnung für diese Sprachelemente einer Programmiersprache, die alle möglichen Operationen der Programmiersprache tatsächlich unterstützen. Und vielleicht ist der Begriff gar nicht so wichtig, aber was wichtig ist, ist die Konsequenz, die sich daraus zum Beispiel in JavaScript für uns gegenüber vielleicht dem, was wir aus Programmiersprachen wie Java gewohnt sind, für bestimmte Elemente ergibt. Hier schauen wir uns mal die Antwort an. Haben Sie sich alle wunderbar gemerkt? Der Begriff ist eben First Class Citizen, bezeichnet erstmal ganz allgemein in der Programmierung oder in der Programmiersprachentheorie ein Sprachelement, das alle Operationen unterstützt, die auch von den anderen Elementen unterstützt werden, also die gesamte Menge oder Summe der möglichen Operationen ermöglicht. Und warum das in JavaScript vielleicht relevant ist, ist, dass das in JavaScript zum Beispiel für Funktionen gilt. Also Funktionen sind in JavaScript First Class Citizen, damit können wir alles machen, was wir auch mit anderen Sachen machen können. Liegt im Hintergrund daran unter anderem, dass eine Funktion in sich ein Objekt ist. Und das ist was, was wir aus anderen Programmiersprachen, die Sie zumindest im Studium der Medieninformatik bis jetzt vielleicht aufgegriffen haben, noch nicht so kennen. Also in Java ist das nicht der Fall. Da sind Funktionen keine First-Class-Citizens und wir können die zum Beispiel nicht direkt als Parameter übergeben. Das können wir in JavaScript tatsächlich machen. Wir können Funktionen in beliebiger Form als Parameter an andere Funktionen übergeben. Wir können Funktionen in Variablen speichern und das nutzen wir ja auch ganz intensiv, vor allem bei so Listener-Kommunikation, bei dem Registrieren von irgendwelchen Events. Also das Prinzip dahinter ist eben die Tatsache, dass in JavaScript Funktionen First-Class-Citizens sind. Dann habe ich noch eine Frage für Sie. Da geht es jetzt schon in die Richtung, ob Sie sich wirklich ganz genau all das, was ich Ihnen irgendwie immer so zusammenschreibe, für jede Woche durchgelesen haben. Ich habe mal an einer Stelle im Lesetext dieses Run-to-Completion-Prinzip beschrieben im Kontext der sonst verrate ich gleich die Antwort. Ich würde einfach nur gerne wissen, was tatsächlich sich hinter diesem Prinzip Run-to-Completion verbirgt, was für uns auch wieder, wenn wir unsere Anwendung designen und uns überlegen, mit was für Strukturen wir arbeiten, an manchen Stellen relativ wichtig sein kann. Schauen wir uns das mal an. Auch das haben die meisten von Ihnen noch richtig im Kopf. Es geht natürlich darum, dass wir oder dass der Browser bzw. die Laufzeitumgebung, die unseren JavaScript-Code ausführt, Events bis zum Ende bearbeitet und erst dann mit der Verarbeitung des nächsten Events fortsetzt. Wir haben diesen Event-Loop im Browser. Da werden alle Ereignisse reingegeben, die so passieren, sei es jetzt irgendwelche Nutzerinteraktion oder irgendwelche Hintergrundereignisse. Und die JavaScript-Laufzeitumgebung, die nimmt sich immer eins dieser Ereignisse raus, bearbeitet das vollständig und nimmt dann erst das nächste Ereignis. Das heißt, dass da keine parallele Verarbeitung von Events passiert, sondern eine sequentielle. Und das hat dann für uns natürlich auch die Konsequenz, dass wir uns Gedanken darüber machen sollten, wie wir vielleicht dafür sorgen, dass unsere Anwendung responsiv bleibt, wenn wir irgendwie auf ein Ereignis reagieren und da Endlosschleifen produzieren oder irgendwie sehr, sehr komplexe Verarbeitungsschritte als Reaktion auf ein Ereignis implementieren, dann kann das negative Folgen haben für die Performance unserer Anwendung, auch für
die Verwendbarkeit oder die User Experience. Und es gibt so ein paar Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann, zum Beispiel Webworkers oder sowas, um Sachen dann auch in JavaScript, auch wenn das eigentlich nicht im Browser vorgesehen ist, ganz bewusst parallel ablaufen zu lassen zu unserem UI-Thread. Ich glaube, zwei Fragen gibt es noch. Ich starte gleich mal die nächste. Wir haben uns so ein bisschen mit Möglichkeiten der Persistierung im Browser bis jetzt nur beschäftigt. Und ein Kriterium, an dem man diese Sachen unterscheiden kann, ist, wie viel Platz man tatsächlich im Browser zur Verfügung hat, um Informationen abzuspeichern. Eine von diesen Technologien bietet sehr viel mehr Speicherplatz als die anderen. Und ich würde gerne wissen, welche das ist. Und dann schauen wir uns da auch mal die Antwort an. Auch das war jetzt wenig überraschend. Das haben Sie sich gut gemerkt. Wir haben so als in Anführungsstrichen beste Form der Datenpersistierung im Browser diese IndexedDB zur Verfügung, wo wir tatsächlich eine richtige Datenbank für unsere Webanwendungen im Browser nutzen können. Wir haben relativ viel Speicherplatz bei den anderen Technologien. Also Cookies sind sehr stark begrenzt auf ein paar Kilobyte. Diese Storage-Technologien, Local Storage und Session Storage, sind auch relativ begrenzt. Das ist von Browserhersteller zu Browserhersteller ein bisschen unterschiedlich. So maximal vielleicht so 50 bis 100 Megabyte in manchen Browsern, in der Regel aber weniger. Und diese IndexedDB, die ist tatsächlich auch nicht auf ein festes Limit belegt, sondern da schwankt auch der Speicherplatz, den Sie je nach Browserhersteller zur Verfügung haben. Aber in vielen Browsern, gerade in den gängigen Chrome oder Firefox, haben Sie da sehr, sehr viel Platz. Also da können Sie, der Browser reserviert sich irgendwie bis zu 10% des Festplattenspeichers für diese IndexedDB-Datenbanken und das wird dann natürlich aufgeteilt auf die unterschiedlichen Web-Anwendungen, die so eine Datenbank im Browser anlegen, aber sie haben da relativ viel Platz. Heißt jetzt nicht, dass man damit für alle beliebigen Anwendungen das Problem der Datenspeicherung ein für alle Mal gelöst hat, weil gerade Web-Anwendungen ja auch häufig auf unterschiedlichen Geräten verwendet werden. Aber wenn wir eine Anwendung schreiben wollen, die in einem Browser relativ viele Informationen, gerade vielleicht auch Bilder oder sowas, persistiert, dann ist die IndexedDB sicherlich die beste Wahl. Und dann kommen wir auch, glaube ich, zur letzten Frage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist dann auch die Überleitung zu dem, was wir heute machen wollen. Wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit der Canvas-API, mit dieser 2D-3D-API, mit der wir Animationen, Bildverarbeitung oder sowas im Browser direkt über eine JavaScript-Schnittstelle durchführen können. Und so als kleinen Einstieg würde ich nur gerne wissen von Ihnen, nach welchem Schema denn die Pixelwerte, die Farbwerte im Canvas in der Regel, wenn man die extrahiert, aus den Image-Data-Werten vorliegen. Also was haben wir da für Informationen pro Pixel? Ich überlege gerade, ob die Frage tatsächlich so richtig gestellt ist, beziehungsweise ob meine Antwort stimmt. Da die Antworten von Ihnen jetzt auch relativ divers sind, könnte es sein, dass ich mich da so ein bisschen vertan habe. Es könnte sein, dass man die auf unterschiedliche Art und Weisen extrahieren kann. Das, worauf ich hinaus wollte, ist tatsächlich dieses Image-Data-Objekt. Das ist dieses Pixel-Array, was Sie aus einem Canvas extrahieren können, um auf die einzelnen Farbwerte der Pixel zuzugreifen. Und zumindest in diesem Bereich greifen Sie dann auf die einzelnen Pixel in Form von so einer RGBA-Darstellung auf. Also das ist ein großes Array, vier aufeinanderfolgende Einträge in diesem Array bezeichnen einen einzelnen Pixel innerhalb des Canvas und das sind die Farbwerte für die RGB-Kanäle und entsprechend den Transparentwert im vierten Wert als Alpha-Wert. Also das war das, auf das ich hinaus wollte. Man kann im Canvas auch andere Farbdarstellungen verwenden. Also Sie können,
wenn Sie zum Beispiel die Hintergrundfarbe setzen wollen oder einzelne Elemente, die Sie dynamisch hinzugefügt haben, farblich kennzeichnen wollen, eigentlich alles was verwenden, was CSS-kompatibel ist, also irgendwelche RGB-Strings, irgendwelche Color Names oder so, das funktioniert im Canvas auch, genauso wie die Hexadezimaldarstellung. Was ich jetzt aber gemeint habe, vielleicht war das da ein bisschen missverständlich, die Frage ist tatsächlich das, was wir, wenn wir uns mit der Canvas API selber beschäftigen, aus diesem Canvas wieder ein Pixelinformation raus extrahieren können. Okay, dann schauen wir mal, wer von Ihnen gewonnen hat. Contestant 25, herzlichen Glückwunsch. Sie haben am meisten richtig oder am wenigsten falsch beantwortet, je nachdem, wie Sie das sehen wollen. Wir haben ein bisschen Konfetti und das ist doch jetzt eine gute Motivation, um in unseren eigentlichen Kurs einzusteigen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Können das ja vielleicht so in den letzten beiden inhaltlichen Wochen, die jetzt dann noch anstehen, auch nochmal wiederholen. Was ich jetzt machen möchte mit Ihnen ist, habe ich ja schon gesagt, ist der Übergang diese letzte Frage gewesen, mich ein bisschen mit der Canvas API beschäftigen. Und ich würde gerne eine kleine Anwendung mit Ihnen zusammen implementieren oder eine kleine Mini-Bibliothek implementieren, mit der wir den Canvas nutzen können, um ein Video, was wir im Browser abspielen, mit so einem Ambi oder Bias Lighting zu umgeben. Und bevor ich jetzt da irgendwie großartig Ihnen Code zeige oder sowas, würde ich Ihnen einfach gerne kurz die Anwendung zeigen, wie die am Ende funktionieren soll. Dazu wechsle ich ganz kurz auf meinen Desktop und dann zeige ich Ihnen kurz mal, auf was wir hinaus wollen. Also ich habe vorbereitet, das ist auch im Starterpaket vorgegeben, so einen kleinen Mini-Video-Player, HTML-Element, mit dem man Videos abspielen kann. Ich habe hier unten so ein paar Controls implementiert und auch eine Suchleiste. Ich lade jetzt ein Video in dieses Element hinein und spiele das ab. Und was dann passiert, ist folgendes. Das Video-Element spielt das Video ab, darum müssen wir uns nicht kümmern. Das macht der Browser für uns. Und immer wenn sich dieses Videobild ändert, also wenn sich das Bild bzw. die Abspielzeit ändert, extrahieren wir das aktuelle Standbild aus dem Video in auf einen Canvas drauf und wir bestimmen über die Canvas API die durchschnittliche Farbe von dem aktuellen Standbild, indem wir jeden Pixel uns anschauen und relativ schlecht daraus einen RGB-Durchschnittswert berechnen. Also wenn Sie Medieninformatik-Student sind oder Studentin sind, dann werden Sie gleich aufschreien, wenn Sie den Code sehen, weil das natürlich so wie wir das jetzt sehr naiv machen, keine gute Idee ist, wenn es um RGB-Farbbestimmung oder sowas geht. Aber wir bestimmen einen durchschnittlichen Farbwert und wir benutzen den dann, um dieses Element drumherum so einen kleinen Schatten zu setzen in der richtigen Farbe. Und das Prinzip, was dahinter steckt, das kennen Sie, wie gesagt, vielleicht von Ihrem eigenen Fernseher, wenn Sie sowas haben oder haben es vielleicht irgendwie schon mal gesehen. Wir versuchen irgendwie so diesen Rand zwischen dem Video und der restlichen Welt so ein bisschen diffuser zu gestalten, indem wir dieses Hintergrundlicht in der aktuellen Bildschirmfarbe eben anlegen. Das versuchen wir heute mit JavaScript und HTML umzusetzen. Und ich bereite mal ganz kurz den Code vor, wechsle dazu noch mal ganz kurz auf die Kamera, nicht gestört werden. Und zeige Ihnen dann ganz kurz nochmal so einen schematischen Überblick davon, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Also ich habe es ja gerade schon mehr oder weniger erklärt. Wir gehen gleich davon aus, dass wir so eine HTML-Anwendung haben, in der ein Video abgespielt wird. Der Teil ist implementiert. Wir laden ein Video rein in unsere Anwendung und spielen das ab. Darum müssen wir uns nicht kümmern. Dann werden wir regelmäßig dafür sorgen, dass wir den aktuellen Frame aus dem Video extrahieren. Auch das ist schon
implementiert, also zumindest den Hinweis, dass es einen neuen Frame gibt. Dann nehmen wir uns diesen Videoframe, zeichnen den auf einen Canvas, extrahieren aus diesem Canvas die einzelnen Pixel, das ist dieses Image Data Array, von dem ich gerade bei dem Quiz schon gesprochen habe. Wir schauen uns jeden Pixel an, bestimmen durch eine Schleife entsprechend dann einen Durchschnittsfarbwert und diesen Durchschnittsfarbwert, den verwenden wir dann, um dieses Bias Lighting über CSS in dem HTML-Element anzuzeigen. Wir machen das Ganze vom Vorgehen so, dass wir versuchen, diese ganze Ambilight-Geschichte in einem eigenen Modul abzubilden. Am besten sogar in einem Modul, was so eine kleine Mini-Library ist. Also ich würde gerne dieses Modul, was da entsteht, am Ende irgendwo in einer anderen Anwendung gerne auch verwenden können, wenn ich wieder das Problem habe, dass ich irgendwie ein HTML-Element, ein Videoplayer mit diesem Ambilighting umgeben möchte. Also ich versuche das so maximal, wie es irgendwie geht, aus der eigentlichen Anwendung zu extrahieren und dann diese reine Funktionalität, dass da so ein HTML-Element mit diesem Schein umgeben wird, in einem eigenen Modul, in einem wiederverwendbaren Modul zu implementieren. Das heißt auch, dass wir alles, was irgendwie nur mit dem Videoplayer zu tun hat, also Playback und so weiter, Control, in einem separaten Modul implementieren und dann eben diese beiden Elemente in irgendeiner Art und Weise in Verbindung bringen wollen oder müssen. Ambilight weiß, welches Element es mit einem Schatten umgeben soll und kriegt regelmäßig ein Update in Form von einem Videoframe, extrahiert dann die entsprechende Farbe und setzt den Schein für das Element. Bevor wir anfangen, schon mal vorweg so einen kleinen Disclaimer. Ich mache das jetzt deshalb, weil ich Ihnen so ein bisschen zeigen möchte, was man mit dieser Canvas API alles machen kann. Vielleicht auch so ein bisschen, um zu zeigen, wie man nochmal so diese Separation von den einzelnen Modulen hinbekommt in der Anwendung. Und wir sollten aber dabei ganz wichtig im Auge behalten, dass das, was wir jetzt hier machen, gerade auch den Algorithmus, den wir zur Farbbestimmung verwenden, dass der nicht sehr optimiert ist. Also diese Canvas API, die kann relativ viel. Die ist in der Regel auch Hardware beschleunigt im Browser, aber so pixelbasiert irgendwie live Farbwerte extrahieren und das über irgendwie ein Canvas-Element machen, um dann dieses Bias Lighting zu erscheinen, das ist sicherlich nicht die performanteste Art und Weise, sowas zu tun. Also wir machen hier was, was man im produktiven Einsatz vielleicht ein bisschen anders gestalten kann. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie so Bildverarbeitung im Browser ein bisschen optimieren können. Es gibt WebGL, wo Sie so eine OpenGL-Variante im Browser programmieren können. Das heißt, da können Sie dann noch stärker die Performance-Möglichkeiten von der Hardware ausnutzen. Es gibt auch in manchen Browsern ein Offscreen-Canvas, den Sie verwenden können, mit dem Sie dann parallel zum UI-Thread solche Bildoperationen verwenden können. Also normalerweise könnte man sich jetzt irgendwie vorstellen, wir machen so einen Webworker, der kümmert sich dann vielleicht in dem Hintergrund-Thread um diese Farbmanipulation oder Farbauswertung. Funktioniert nicht, weil wir den Canvas nicht im Webworker verwenden können. Das geht nicht, weil das ja UI-Element ist und als Alternative dazu gibt es im Moment noch so als experimentelle Technologie einen Offscreen-Canvas. Das ist ein Canvas-Element, das nicht im UI eingebunden ist und das wir dann ganz explizit zum Beispiel in solchen Webworkern verwenden können. Das wird aber aktuell nicht von allen Browsern unterstützt. Chrome hat das schon relativ lange drin. Im Firefox können Sie es so als experimentelles Feature verwenden. Das nur so als Hinweis, dass es Alternativen zu dem Vorgehen gibt, das wir jetzt heute verwenden und unser Vorgehen nicht unbedingt das performanteste ist. Dann schauen wir mal vielleicht in den Code rein, den ich vorbereitet habe. Und dazu zeige ich Ihnen kurz meine Entwicklungsumgebung. Wenn Sie wollen, können Sie wieder einsteigen in diese Entwicklungsumgebung über den Link, den Sie oben im Bildschirm sehen. Wenn Sie den eingeben, können Sie direkt im Browser eine Kopie von meiner Entwicklungsumgebung öffnen und sich dann auch hier in den Dateien selbstständig navigieren und zurechtfinden.
Und Sie können natürlich auch dieses Starter-Paket nutzen, von dem ich gesprochen habe, um selber ein bisschen mit der Implementierung oder an der Implementierung mitzumachen. Ich zeige Ihnen mal kurz, was ich vorbereitet habe. Ich habe eine HTML-Datei vorbereitet. Da ist ein Video-Element drin. Da wird später unser Video abgespielt. Und ich habe so ein paar Schaltflächen vorbereitet, um dieses Video zu steuern. Also zum Beispiel einen Play- und Stop-Button, einen Button, um die Datei hochzuladen, also um das Video zu setzen. Eine Möglichkeit über so eine Seekbar, das ist dieser Fortschrittsanzeiger, eine bestimmte Position im Bildschirm auszuwählen oder den aktuellen Fortschritt anzusehen. Und es gibt ein kleines Spawn-Element, in dem ich die aktuelle Abspielzeit anzeige. Also das ist relativ simpel und sehr einfach gehalten, die Schaltflächen für dieses Video-Element. Das steckt alles in der HTML-Datei drin und das Ganze ist eingepackt in so ein übergeordnetes HTML-Element mit DID Player. Das ist das Element, was wir später mit diesem MB-Light oder Bias-Light-Schein umgeben wollen. Also hier wird das Video abgespielt und die aktuelle Durchschnittsfarbe vom Video-Frame wird verwendet, um dieses Element mit eben einem entsprechenden Schein zu umgeben. Was habe ich noch vorbereitet? Ich habe ein kleines Modul vorbereitet, das so als Einstieg in unsere Anwendung dient. Das wird direkt bei einem Anwendungsstart ausgeführt. Da ist eine Init-Funktion drin, die auch direkt ausgeführt wird. Und in diesem Modul initialisiere ich einen Videoplayer. Dieser Videoplayer, der kümmert sich komplett um die Verwaltung von diesem Element, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Da drin habe ich die Funktionalität dann implementiert, damit wir eine Datei im Browser als Quelle für das Video-Element setzen können. In dem Video-Modul oder Element wird aber auch der Zugriff auf diese unterschiedlichen Schaltflächen zum Formieren und Stoppen implementiert. Und das Video-Element gibt uns auch ein Event zurück, immer wenn wir es wichtig ist nur, und das werden Sie auch gleich sehen, wir verknüpfen, wenn wir anfangen zu implementieren, nochmal ganz kurz diesen Videoplayer mit diesem Modul, in dem wir ein Event abfangen, eben dieses Ticker-Event, was uns über die Frames informiert. Aber mehr müssen wir nicht machen. Ich möchte mich heute komplett auf den Canvas konzentrieren, habe deshalb dieses Videoplayer-Element schon vorgegeben. Schauen wir ganz kurz an, wie das ausschaut. Das ist das Modul, ganz viel Code, müssen wir nicht im Einzelnen durchgehen. Es gibt einen Prototypen, der heißt Video Player, den geben wir nach außen. Damit erschaffen wir uns später ein JavaScript-Objekt, was dieses komplette Video-HTML-Element kapselt und wrappt. Also die Idee von diesem Modul ist, das Modul kümmert sich darum, dass Videos abgespielt werden, dass wir die Schaltflächen verwenden können und damit es dann auch weiß, welches Video-Element oder welches HTML-Element das verwenden soll, wird dieses Element im Konstruktor von diesem Wrapper-Objekt übergeben und wir erstellen uns dann an einer anderen Stelle eine Instanz, wenn Sie so wollen, oder ein Objekt von diesem Video-Player-Prototyp, was wir in dem anderen Modul angelegt haben. Also dieses Mini-Objekt hier, das wird nach außen gegeben, sehen Sie auch hier unten. Und das beinhaltet einfach die wichtigsten Funktionen, um mit diesem Video-Element zu interagieren. Darüber kann ich das Playback starten, pausieren, stoppen und ich kann die Datei, wenn ich möchte, setzen. Um alles andere, was sonst noch so wichtig ist, kümmert sich dieses Modul dann über so ein paar interne Funktionen. Und was für uns ganz wichtig ist, wenn dieser Player initialisiert wird, dann registriere ich unter anderem diesen Event hier, Time Update. Warum ist das wichtig? Wenn unser Video läuft, und darum kümmert sich, wie gesagt, dieses Modul, wird regelmäßig, wenn sich die Abspielzeit ändert, also wenn sich irgendwie so ein bisschen der Frame ändert, dieses Event vom Browser ausgelöst. Also mit diesem Event können Sie über den Fortschritt von dem
Video, was gerade abgespielt wird, informiert werden. Wir fangen diesen Event an, ab, diesen Time-Update-Event und schicken aus unserem Wrapper-Objekt einen Event raus, der irgendwelche anderen Stellen darüber informiert, dass sich jetzt irgendwie der Video-Frame wahrscheinlich geändert hat. Das ist die Schnittstelle von unserem Videomodul später zu dem Ambilight. Wir werden immer informiert, wenn sich der Frame geändert hat. Ich habe ganz oft Anführungsstriche gesetzt, verbal, weil wir ein Problem haben, wenn wir so Videobearbeitung im Browser machen. Wir können eigentlich nicht eine framebasierte Bearbeitung machen. Es gibt keinen Event im Browser, der Ihnen wirklich jeden Videoframe aus einem HTML-Video-Element ausgibt. Das hat wahrscheinlich auch einen guten Grund, weil das wäre, wenn man das mit JavaScript verarbeiten würde, glaube ich, performance-technisch nicht so toll bei gerade irgendwie Videos mit hohen FPS. Aber es gibt kein Event. Also Sie können nicht über ein Event an jeden Videoframe kommen. Sie können auch nicht über JavaScript die Framerate von dem Video bestimmen und sich dann selber so einen Ticker bauen. Das heißt, wir müssen uns mit irgendwas zufrieden geben, was uns möglichst häufig eine Information darüber gibt, dass das Video noch abgespielt wird und dass sich irgendwas tut. Dieses Time-Update-Event wird, während ein Video läuft, in einem Intervall ausgelöst, das der Browser bestimmt. Das kann irgendwie relativ schnell und relativ zügig sein, es kann auch ein bisschen langsamer sein. Sie können sich so als Faustregel darauf verlassen, dass wenn Sie auf einem Video-Element dieses Time-Update-Element registrieren, dieses Time-Update-Event registrieren und das abfangen, dass Sie so mindestens alle 250 Millisekunden Ihren Callback aufgerufen bekommen. Also wenn Sie auf einem HTML-Video-Element dieses Event hier registrieren und das mit irgendeiner Callback-Methode verbinden, dann wird die im langsamsten Fall wahrscheinlich so alle 250 Millisekunden aufgerufen. Was dann für unseren Fall so eine Framerate, die wir effektiv überwachen können, von 4 Frames per Second sein würde. Das ist immer noch sehr viel weniger, als so ein Video normalerweise hat. Das kennen Sie als Medieninformatiker und Medieninformatikerin, so ein Video sollte irgendwie so mindestens 24 Frames haben, damit das sinnvoll und nett anzuschauen ist. Das heißt, es gehen uns ein paar Frames verloren. Für diese Ambilight-Geschichte reicht es aber aus. Also wir kriegen dann pro Sekunde irgendwie 4 Frames mit, die wir programmatisch verarbeiten können. Es kann aber auch sein, dass wir viel mehr bekommen. Also nochmal, das ist eine von diesen Sachen, wo der Browser so ein bisschen entscheidet, in was für einer Frequenz Dinge passieren. Wir können aber über dieses Time-Update-Event zumindest, wenn ein Video läuft, so ab und zu die Information bekommen, da passiert noch was. Wenn du irgendwas mit Videoframes machen möchtest, hier ist die Information, dass sich wahrscheinlich irgendwie was geändert hat. Das benutzen wir in diesem Wrapper-Objekt, in diesem Videoplayer-Objekt, um diese Information nach außen zu geben. Und das würde ich jetzt gerne so als Einstieg nutzen. Da auch für uns die Grundlage schaffen, dass wir jetzt mit der eigentlichen Ambilight-Bibliothek beginnen können, indem ich hier an dieser Stelle in der Initialisierungsmethode von meiner eigentlichen Anwendung dieses Event auch abfange. Sie haben gesehen, dieses Wrapper-Objekt, was ich Ihnen da gezeigt habe, das implementiert unser bekanntes Observable, unseren Observable-Prototypen, hat deshalb diese Add-Event-Listener-Schnittstelle. Wir können den Event, den wir hier nach außen geben, abfangen bzw. registrieren, indem wir den Event-Typen als ersten Parameter bestimmen und wir können irgendwie eine Callback-Methode definieren. Ich nenne die mal onVideoFrameChanged und leg die auch in meinem Modul hier an und gebe das einfach mal auf der Konsole auf, was mir da von dem Videoplayer zurückgegeben wird. Nochmal der Hinweis, auch wenn ich das jetzt irgendwie hier onVideoFrameChanged nenne, denken Sie im Hintergrund immer daran, ob wir jetzt wirklich jeden Frame mitbekommen, können wir nicht sicherstellen. Der Browser
hat seine eigene Idee davon, in was für einer Frequenz er dieses Time-Update Event, was Auslöser intern für diesen anderen Event ist, dann tatsächlich aufruft. Und wir können uns aber, wenn wir damit arbeiten wollen, so halbwegs sicher sein, dass wir so mindestens 4 Frames per Second von dem Video auch verarbeiten können. Und gerade wenn wir irgendwie so mit dem Canvas arbeiten und jetzt irgendwie auf die komische Idee kommen, mit JavaScript so Bildverarbeitung zu machen, ist das ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen weniger Frames zu verarbeiten haben. Also ich habe jetzt unseren Player mit diesem Callback verbunden. Ich möchte Ihnen nur kurz zeigen, dass das funktioniert. Und dann haben wir für uns auch so einen Einstiegspunkt, wo wir später die Ambilight Library beauftragen können, jetzt eine Veränderung bezüglich dieses Schattenwurfs zu machen. Weil immer, wenn wir einen neuen Frame bekommen, sagen wir der Ambilight Library später, mach doch mal bitte irgendwie berechne doch mal bitte eine neue Farbe aus diesem aktuellen Frame und trag die dann als Hintergrundfarbe bzw. Randfarbe ein. Ich starte die Anwendung mit dem npm Start-Befehl. Das kennen Sie ja mittlerweile auch schon. Wir bereiten ja die Demos und die Übungsaufgaben und sowas immer für Sie vor, dass da so ein kleiner Webserver drin ist. Das habe ich jetzt auch hier verwendet, um diesen Mini-Webserver zu starten und um diese Version von meiner Anwendung in dem Browser zugänglich zu machen. Wir brauchen diesen Webserver deshalb, weil wir mit Modulen arbeiten und bei den Modulen eben das Laden direkt von der Festplatte nicht funktioniert. Da kriegen Sie entsprechende Fehlermeldungen im Browser. Wir müssen unsere lokale Anwendung über den Umweg von so einem lokalen Webserver starten. Schauen wir mal in den Browser hinein. Ich blende auch die Konsole ein, lade das Ganze neu. Nochmal der Hinweis: alles, was so Videoplayer-Funktionen ist im Starterpaket schon implementiert. Auch das Laden von einer Datei. Und jetzt spiele ich das ab und dann sehen Sie hier, dass wir regelmäßig eben über diesen Video Frame Changed Event informiert werden und wir da immer die Information bekommen, dass jetzt, solange wie das Ganze abgespielt wird, sich irgendwas in dem Video tut. Ob das jetzt wirklich jeder Frame ist, keine Ahnung, ist für unseren Fall jetzt aber auch nicht so wichtig. Ich habe so einen kleinen Ticker, der mir immer sagt, jetzt mach doch mal was mit dem Video Frame. Das ist hier jetzt für uns der Einstiegspunkt in die Library. Jetzt hätten wir gerne diese Ambilight Library, weil wir jetzt sagen wollen würden, nimm diesen Videoframe, mach eine Farbe draus, setz die auf ein entsprechendes Element. Diese Library implementiere ich jetzt in einer separaten Datei. Die habe ich schon mal vorbereitet. Die liegt in dem Vendors-Ordner. Warum? Weil ich das jetzt so ein bisschen trennen möchte von unserem eigenen Code. Also die Idee ist ja so ein bisschen, wir schaffen jetzt was Nachhaltiges, was Wiederverwendbares. Alles, was mit diesem Ambilight zu tun hat, kommt in ein eigenes Modul, was wir auch vielleicht in einer anderen Anwendung dann verwenden können. Und um das so ein bisschen deutlicher zu machen, auch in unserer Codestruktur, habe ich das in diesen Bereich reingepackt, in den wir normalerweise externe Bibliotheken oder irgendwas, was von anderen Leuten kommt, abspeichern. Das nur so als Hinweis. Da ist ein Ordner drin, der heißt Ambilight.js. Da ist eine Index.js-Datei drin. Da steht im Moment relativ wenig drin. Nur so ein bisschen Konstanten, die ich mir aufgeschrieben habe, damit ich die jetzt nicht gleich eintippen muss, damit ich weiß, wie ich den CSS-Schatten später setzen kann. Sonst ist da nichts drin. Da implementieren wir jetzt unsere Library, unsere Ambilight-Library. Und wenn Sie dann irgendwann anders mal auf die Idee kommen, dass Sie dieses Ambilight im Kontext von einem HTML-Video-Element brauchen, dann nehmen Sie sich dieses Modul, was wir jetzt heute implementieren, packen das in Ihr eigenes Projekt, laden das über die Import-Funktion und verwenden dann die hoffentlich gut implementierte Mini-Bibliothek, die wir jetzt umsetzen werden. Das Prinzip ist relativ einfach. Ich möchte wieder so ein Wrapper-Objekt irgendwie haben. Also ich möchte dieser Ambilight-Library sagen, das ist das Element, das mit diesem Schein umgeben werden soll. Also es soll ein beliebiges HTML-Element mit so einem Bias-Lighting umgeben werden können. Dann möchte ich der Library später sagen, hier hast du einen Video-Frame
und die Library soll dann die Durchschnittsfarbe extrahieren, dazu entsprechend auch Canvas und so weiter nutzen und dann das beim Erstellen übergebene HTML-Element mit diesem Schein umgeben. Also unsere Library exportiert irgendwie ein Prototypobjekt, was ein beliebiges HTML kapselt und was für dieses HTML-Element dann das Bias-Lighting bereitstellt. Wir können mal damit anfangen, indem wir in unserem jetzt Library oder Bibliotheksmodul eine neue Klasse erstellen, in Anführungsstrichen. Es ist natürlich keine Klasse, es ist ein JavaScript-Prototypen, den wir dafür verwenden, aber habe ich ja schon oft genug gesagt. Das Schlüsselwort ist Class. Es schaut für uns vielleicht so ein bisschen aus wie eine Klasse. Es ist syntaktischer Zucker. Denken Sie nur immer, wenn Sie es ganz genau nehmen wollen, daran, dass das natürlich keine Klassen sind, sondern das sind Prototypen, die man nur so hat formulieren lassen, damit es irgendwie Programmierern und Programmiererinnen, die aus einer klassenbasierten Programmiersprache kommen, vielleicht ein bisschen den Einstieg erleichtert. Aber JavaScript ist immer noch keine klassenbasierte Programmiersprache. Ich erstelle eine Klasse, die ich später aus dieser Bibliothek rausgeben möchte. Und die nenne ich Ambilight Container. Die soll mir oder den Nutzern und Nutzerinnen von meiner Bibliothek die Möglichkeit geben, ein beliebiges HTML-Element eben mit diesem Ambilight-Schein zu umgeben. Also das, was wir jetzt implementieren, diesen Prototypen, der wird dann später benutzt, um dieses HTML-Element zu wrappen und um die Funktionalität von unserer Library, dieses Bias-Lighting oder dieses Ambilighting, dann für dieses HTML-Element zur Verfügung zu stellen. Damit das funktioniert, erstelle ich mir einen Konstruktor. Der Konstruktor bekommt ein Element übergeben, ein HTML-Element, und das ist das Element, was wir mit diesem Ambilight-Schein später umgeben wollen. Wir speichern uns das als Variable in unserem Objekt und als Eigenschaft in unserem Objekt und können dann später, wenn wir zur Laufzeit diesen Schein setzen wollen, uns immer auf dieses Element beziehen und dessen CSS-Eigenschaften verändern. Was man vielleicht auch noch machen kann, ist, weil wir jetzt ja ein HTML-Element mit Funktionalität erweitern, wir könnten dem vielleicht irgendwie so eine zusätzliche CSS-Klasse geben. Nicht, weil wir die für designtechnische Zwecke brauchen, sondern weil wir vielleicht später dieses Element irgendwie identifizieren wollen. Also immer wenn Sie irgendwie vielleicht so neue Funktionen in ein HTML-Element einbringen, über irgendwie eine Library oder sowas, dann ist es manchmal nicht schlecht, dass Sie später auch die Elemente, die jetzt über diese neue Funktion verfügen, identifizieren können. Und ein ganz einfacher Weg ist, dass man einfach so eine CSS-Klasse hinzufügt. Da stecken dann keine Designinformationen oder sowas hinter, sondern die dient einfach nur dazu, diese Elemente später zu identifizieren. Ich mache das jetzt auch mal. Ich nenne das, ich schaue mal ganz kurz, wie ich es in der Lösung genannt habe, damit es identisch ist, Ambilight Container. Also es ist kein Muss oder so. Das wird wahrscheinlich auch anders funktionieren. Nur ich würde gerne die Elemente, die ich mit diesem Bias Lighting dann später umgebe oder die ich mit dieser Library-Funktion erweitere, auch gut identifizieren können im DOM. Und das kann ich machen, indem ich, wenn ich immer so ein neues Wrapper-Objekt erstelle, dem Objekt, das umgeben wird, die entsprechende CSS-Klasse gebe. Ich implementiere jetzt sofort die Funktion, um diesen Schatten tatsächlich zu setzen. Also ich implementiere jetzt direkt in diesem Prototypen die Funktion, mit der ich eine beliebige Farbe nehmen kann und diesen Container oder dieses Element dann mit einem entsprechenden CSS-Schatten zu umgeben. Das ist jetzt noch nicht die Funktionalität, um diese Farbe, die dafür verwendet wird, aus dem Video-Element zu extrahieren, sondern es ist jetzt einfach so eine Methode, mit der wir vielleicht am Anfang schon mal dieses Element mit einem entsprechend einfarbigen Schatten oder sowas umgeben können, um einfach auszuprobieren, dass das Ganze funktioniert. Wir werden die Methode später auch verwenden, um dann, wenn wir die Farbe aus den
aus dem Video extrahiert haben, tatsächlich diesen Schatten zu setzen. Also das wird später auch das Ende von unserem ganzen Algorithmus oder Prozess sein. Wir brauchen den jetzt am Anfang aber einfach erstmal, um zu testen, ob das an sich die Struktur von dieser Bibliothek funktioniert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir schreiben uns eine Methode, die heißt zColor, kriegt eine CSS-kompatible Farbdarstellung als Parameter übergeben und wir nehmen die jetzt oder verwenden die jetzt, um dieses Element hier mit einem entsprechenden Farbschimmer zu umgeben. Ich habe hier oben schon ein bisschen was vorbereitet. Das hier ist so die Standardfarbe, die dieser Schein, dieses Bias Lighting haben soll, wenn gerade nichts abgespielt wird. Und das hier ist die Farbe, die oder der String, der CSS-String, mit dem wir einen farbigen Schatten, der eine bestimmte Größe und eine bestimmte Ausstrahlung hat, für ein Element setzen können. Also das ist eine ganz einfache CSS-Eigenschaft. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen diese CSS-Eigenschaft, setzen die auf das Element, das mit dem Schein umgeben werden soll und verändern vorher diesen Platzhalter, wo jetzt hier so Color steht, mit eben der Farbe, die dieser Schein, die dieses Bias Lighting aktuell haben soll. Also ganz einfach. Sys. Element Style. Wir greifen auf CSS Informationen. Wir machen jetzt was, was ich Ihnen normalerweise immer sage, dass Sie das nicht machen sollen. Wir setzen jetzt CSS-Eigenschaften direkt im JavaScript-Code, statt das in einer CSS-Datei zu machen. Im Rahmen von so einer Bibliothek ist das aber, glaube ich, in Ordnung, weil Sie wollen nicht irgendwie noch eine extra CSS-Datei mitgeben wollen an die Leute, die diese Mini-Bibliothek verwenden möchten. Wir machen das jetzt direkt im Code. Und was machen wir? Wir setzen die Box-Shadow-Eigenschaft von unserer Bibliothek auf einen ganz bestimmten Wert, und zwar auf den Wert, den dieser String hier oben hat. Also das hier setzen wir auf die Eigenschaft. Nur werden wir vorher noch den Platzhalter, der da drin steht, ersetzen durch den Wert, den wir als Parameter an die Methode übergeben. Diese Replace-Funktion, was macht die? Die nimmt diesen String hier und gibt einen neuen String zurück, in dem dieser Wert durch diesen Wert ersetzt wird. Und somit können wir dann immer, wie quasi so eine Art Template, den richtigen CSS-String für das Setzen von diesem Schatten generieren, indem wir uns mal anschauen, was wird hier für eine Farbe übergeben. Die setzen wir hier ein. Das muss irgendwie was CSS-kompatibles sein, also Hexadezimaldarstellung, CSS-Names oder es geht noch, RGB-Darstellung, so wie hier. Irgendwas wird da ins Parameter übergeben. Wir setzen die Farbe. Was ich auch noch mache, ist, ich setze nicht nur die Farbe von diesem Schattenwurf, sondern ich setze auch die Farbe von der Hintergrund, von dem Rahmen drumherum, damit dieser Übergang zwischen dem Schatten, der sich ja so ein bisschen verläuft an den Rändern, und dem eigentlichen HTML-Element ein bisschen schöner ausschaut. So. Das war auch schon alles, was in dieser setColor-Methode tatsächlich passiert. Ganz kurz ein Hinweis hierzu. Warum funktioniert das? Sie können Objekte in JavaScript auch als sowas wie ein Array mit entsprechenden Eigenschaftsschlüsseln betrachten. Also Sie können die Namen der Eigenschaften, die ein JavaScript-Objekt hat, verwenden, in so einem assoziativen Array, um auf diese Eigenschaften zuzugreifen. Das machen wir hier. Dieses Style-Objekt, was sich dahinter verbirgt, ist so ein assoziatives Array, in dem die ganzen CSS-Eigenschaften drinstehen. Und wir können über diese Namen der CSS-Eigenschaften, die wir schon kennen, dann auf eben die entsprechenden
Teile, Bereiche des Style-Attributs von diesem Element zugreifen und die setzen. Also alle CSS-Eigenschaften, die Sie programmatisch setzen möchten und die es gibt, können Sie über diesen Mechanismus machen. Es gibt noch andere Möglichkeiten, weil einige der CSS-Eigenschaften auch direkt in den HTML-Elementen über Eigenschaften oder Methoden zugänglich sind. Aber wenn Sie auf dieses Style-Attribut zugreifen, können Sie wirklich jede denkbare CSS-Eigenschaft von diesem Element beeinflussen, indem Sie den Namen der CSS-Eigenschaft hier in diesen Array-Klammern angeben. Funktioniert, wie gesagt, deshalb, weil im Hintergrund diese Objekte in JavaScript assoziative Arrays sind, was heißt, dass jeder Wert mit einem bestimmten Schlüssel, nicht nur mit einer Position, tatsächlich beschrieben wird, jetzt in diesem Fall. Okay, ich versuche dann mal mein Glück, indem ich jetzt diese Mini-Library schon mal importiere, hier in meinem zentralen Modul. Ich importiere den Ambilight. Oh Moment, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich exportiere natürlich zuallererst diesen Ambilight-Container, den ich hier erstellt habe, sonst können wir den natürlich nicht verwenden. Also, das hier ist ja ein Modul. Das wird auch als Modul gleich geladen, wenn wir das importieren. Heißt, dass alles, was hier drin passiert, vom Rest der Anwendung getrennt ist und ich muss natürlich über hier in diesem Fall zum Beispiel diesen Default-Export angeben, welche Bestandteile ich in diesem Modul oder aus diesem Modul exportieren möchte, welche man dann an anderer Stelle auch wieder importieren kann. Also das ist ganz wichtig. Wir exportieren natürlich auch irgendwas aus diesem Modul. Dann kann ich das in meinem zentralen Modul importieren. Ambilight-Container. Jetzt muss ich ein bisschen schauen, wie der Pfad ist, den ich da brauche. Der müsste aus dem JavaScript rausgehen, dann in den Vendors-Ordner rein, in den ambilight.js-Container rein und da die index.js-Datei. Das kann man auch ein bisschen schöner machen, wenn man hier sich ein bisschen damit beschäftigt, wie man solche ES6-Module auch in Ordnern so anlegen kann, dass man zum Beispiel auf dieses letzte Stückchen verzichten kann, wenn man das richtig konfiguriert ist. Wir machen das jetzt aber so, wie wir es gewohnt sind. Also wir machen so einen relativen Pfad zu unserer Datei, die wir angelegt haben, und wir importieren diesen Container, den wir gerade exportiert haben. Aber nochmal der Hinweis, das kann man schöner gestalten. Wir machen es jetzt aber so, wie wir es auch in unserem eigenen Code oder mit unserem eigenen Code gewohnt sind. Dann erstelle ich den oder verwende ich diesen Ambilight-Container, den ich erstellt habe, um mir ein Wrapper-Element, um mein Player-Element zu erzeugen. Dazu erstelle ich hier nochmal eine neue Variable. Ich nenne das Ambilight-Element und belege das in meiner Initialisierungsmethode mit einem Prototypen, den ich auf Basis von diesem Wrapper-Objekt erstelle, das ich hier aus meiner Library-Datei importiert habe. Also New Ambilight-Container. Sie erinnern sich, wir müssen irgendwie das HTML-Element definieren, das wir mit dem Schein umgeben möchten. Und dafür verwenden wir genau das gleiche Element, was wir auch im Vorfeld schon für den Videoplayer extrahiert haben aus dem DOM. Ich zeige Ihnen das nochmal ganz kurz in der Index.html-Datei. Das ist dieses Element. Das hat eine ID, die heißt Player. Und dieses komplette Element soll mit diesem Ambilight-Schein umgeben werden. Das haben wir hier schon selektiert. Das übergeben wir jetzt hier nochmal an diesen Ambilight-Container. Schauen wir mal, ob das an sich schon mal funktioniert. Da ist natürlich irgendwo ein. Ah, genau. Mein Fehler, sehen Sie das? Hier wird die JavaScript-Datei, die ich importieren wollte, nicht gefunden, weil ich hier eine Ebene zu früh versucht habe, in den Vendors-Ordner zu gehen. Ich habe das jetzt mal korrigiert und lade das Ganze nochmal.
und dann verschwindet zumindest die Fehlermeldung. Jetzt probieren wir mal aus, ob das Setzen von dieser Farbe funktioniert. Wenn ich in meiner Library, die ich geschrieben habe, im Konstruktor, vielleicht auch nachdem ich dieses Element mir gespeichert habe, gleich mal diese SetColor-Funktion, die ich gerade eben erstellt habe, aufrufe und diese Default-Farbe, die ich hier definiert habe, als Parameter übergeben. Also was möchte ich machen? Immer wenn so ein neues Ambilight-Element erzeugt wird, also immer wenn ich ein neues HTML-Element mit meiner Library-Funktion wrappe, dann setze ich am Anfang auch gleich schon mal so einen Standard-Bias-Lighting. Also schon bevor irgendwie ein Video abgespielt wird oder so, setze ich schon mal die Hintergrundfarbe und sehe dann, okay, dieses Element ist wohl offensichtlich bereit dafür, dass da jetzt irgendwie dieses Bias-Lighting auch während des Abspielens von Videos oder sowas gesetzt werden kann. Also ich probiere jetzt einfach das aus, indem ich direkt, wenn ich mir dieses neue Wrapper-Objekt erstelle, auch so einen Standard-Bias-Lighting drumherum packe. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Es hat funktioniert. Wir sind jetzt so weit, dass wir so eine Funktion haben, mit der wir eine beliebige CSS-Farbe als Schatten um dieses Element drumherum setzen zu können. Und wir können uns jetzt überlegen, wie wir diese Farbe nicht mehr am Anfang nur über so eine Standardfarbe setzen, sondern wie wir die aus einem Video extrahieren. Das ist jetzt der nächste Schritt. Dazu ergänze ich eine neue Methode, die nenne ich Update, und die bekommt ein Video-Element übergeben. Also unsere Library bekommt ein Video-Element als Parameter übergeben in dieser Update-Methode. Ich notiere mir das auch mal, damit ich es nicht vergesse. Also dieses Source-Objekt ist ein HTML-Video-Element. Und was macht unsere Methode? Extract average color from source and set bias lighting shadow. Das soll diese Update-Methode machen. Die soll sich anschauen, was ist hier für ein HTML-Video-Element übergeben worden, soll selbstständig die durchschnittliche Farbe davon extrahieren und soll dann die Farbe über diese SetColor-Funktion, die wir schon verwendet haben, dann nutzen, um diesen Schein um unseren Container zu aktualisieren. Ich schreibe mir schon mal hier oben außerhalb von diesem Wrapper-Objekt in das Modul rein eine Methode, mit der wir später die Farbe extrahieren werden. Also ich nenne die getColorFromVideo. Die kriegt vielleicht auch die Source übergeben. Hier machen wir jetzt irgendwie unsere Canvas-Magie und versuchen irgendwie auf diese Durchschnittsfarbe zu kommen. Wir extrahieren die einzelnen Pixel aus dem Canvas, berechnen irgendwie einen Durchschnittsfarbwert und geben den zurück. Ich gebe jetzt mal zu Testzwecken irgendwas zurück, nur damit wir so ein bisschen den Ablauf, Entschuldigung, das hier wollte ich zurückgeben, damit wir den Ablauf so ein bisschen ausprobieren können. Also ich mache mir einen Kommentar dahin. To do extract color from source and return CSS compatible color string. Also sowas wollen wir machen. Machen wir im Moment nicht. Wir geben immer den Standardfarbe oder sowas zurück. Ich habe das deshalb gemacht, damit ich diese Update-Methode zu Ende implementieren kann. Also den nach außen gegebenen Teil meiner Library, den würde ich gerne so früh wie möglich irgendwie abschließen, damit wir den dann auch vielleicht testen können. Und das Interne, das kommt dann im nächsten Schritt. Also ich habe jetzt diese Platzhalter-Methode implementiert, damit ich mir an dieser Stelle ähm,
die aktuelle Farbe aus dem Videoelement, was ich als Parameter übergebe, extrahieren kann und damit ich dann in dem nächsten Schritt diese aus dem Video extrahierte Farbe dann auch verwenden kann, um den Schatten anzupassen. Also extrahieren der Farbe in einer modulinternen Methode und dann setzen der Hintergrundbeleuchtung für dieses ganz konkrete Element für eben oder mit der Farbe, die da extrahiert worden ist. Wir können jetzt schon in unserer index.js-Datei eigentlich unseren Ambilight-Container, den wir erstellt haben, mit diesem Ticker, den wir aus dem Video-Element bekommen, tatsächlich verknüpfen. Dazu schauen wir nochmal ganz kurz in dieses Objekt, in dieses Event-Objekt, was wir von unserer Video-Library zurückbekommen. Das geben wir auf der Konsole aus. Und wenn wir da mal reinschauen, dann sehen Sie, da steckt irgendwie eine ganze Menge in diesem Objekt drin. Das hat ein Type-Attribut, das ist der Name von dem Objekt, und das hat ein Data-Attribut. Und dieses Data-Attribut, das beinhaltet das Video-Element, um das es geht. Also das Video-Element, dessen Frame sich jetzt geändert hat und über dessen Änderung wir informiert werden, das steckt in diesem Event-Objekt drin, und zwar unter dem Attribut Data. Und ich kann jetzt, immer wenn diese Methode aufgerufen wird, dieses Video-Element, was ich aus dem Event-Objekt extrahieren kann, machen wir es mal ganz ausführlich, Video-Element ist gleich Event.Data, das kann ich verwenden, um meinen Ambilight-Container zu aktualisieren. Ich habe ja gerade diese Update-Methode geschrieben, die ein Video-Element als Parameter erwartet und daraus die aktuelle Farbe extrahieren soll. Und dementsprechend übergebe ich das jetzt einfach mal und lass diese Ambilight-Library ihre Arbeit tun. Wenn ich es jetzt neu lade, dann werden Sie keine Veränderung sehen. Aber was im Hintergrund schon passiert ist, dass in einem regelmäßigen Abstand diese Update-Methode, die wir implementiert haben, jetzt aufgerufen wird und wir jetzt eine Schnittstelle haben in diesen Container rein. Wir haben diesen regelmäßigen Tick von unserem Videoplayer und wir haben eine Gegenstelle in unserer Mini-Bibliothek, die jetzt dann jedes Mal angesprochen werden kann, um diese Farbe zu extrahieren. Und das machen wir jetzt. Jetzt extrahieren wir die Farbe aus dem Canvas, die Farbe aus dem Video-Element. Dazu brauchen wir einen Canvas. Also wir brauchen ein Canvas-Element, damit wir überhaupt diese Farbextraktion durchführen können. Da kommen wir nicht drum herum. Also wir brauchen irgendwo auf unserer Webseite so ein Canvas-Element, mit dem wir arbeiten können, mit dem wir diesen Übertrag aus dem Video-Element auf den Canvas durchführen können, damit wir die Pixelwerte extrahieren können. Es geht leider nicht anders. Wie gesagt, es gibt diesen Offscreen-Canvas, den man verwenden könnte. Da müsste man dieses Element nicht erstellen und nicht in den DOM einbinden, aber das funktioniert nicht in jedem Browser. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden dieser Bibliothek, die wir hier implementieren, einen Canvas geben, den wir am Anfang erstellen, wenn diese Bibliothek das erste Mal geladen wird. Den bauen wir auch in die HTML-Struktur von unserer Webseite ein. Wir verstecken den aber. Also es ist so eine Art Shadow-Canvas, sagt man dann da häufig zu. So Shadow als eben irgendwas, was im Hintergrund passiert. Wir haben diesen Canvas, der ist auch existent im DOM. Wir können den verwenden, um diesen Transformationen oder auch irgendwelche anderen Bildverarbeitungsschritte zu machen. Aber der Nutzer oder die Nutzerin sieht den nicht. Also wir wollen nicht, dass dieser Canvas irgendwie die Struktur von unserer Anwendung stört. Gerade wenn wir dann später vielleicht diese Ambilight-Bibliothek in ganz anderen Kontexten verwenden möchten. Okay, fangen wir mal an. Ich erstelle mir ein paar neue Variablen. Ich erstelle mir eine Variable für den Shadow Canvas. Also da soll später eine Referenz auf dieses versteckte Canvas-Element drin sein. Und wenn Sie sich die vorbereitenden Texte durchgelesen haben, wissen Sie, wenn wir mit dem Canvas arbeiten, dann brauchen wir in der Regel auch immer den
grafischen Kontext dieses Canvas. Zeichenoperationen werden nicht direkt auf dem Canvas durchgeführt, sondern aus diesem Canvas-Element extrahieren Sie sich den sogenannten Kontext. Der Kontext ist die eigentliche Zeichenfläche des Canvas und darauf werden alle Zeichenoperationen durchgeführt und dementsprechend brauchen wir hier auch sowohl das Canvas-Element als auch den Kontext, auf dem wir dann die Zeichenoperationen durchführen. Wenn meine Bibliothek jetzt das erste Mal startet, dann erzeuge ich mir über das Document Object ein neues Element, Create Element, und zwar ein Canvas Element. Das Element speichere ich in meiner Variable, die ich gerade vorbereitet habe. Und was jetzt hier passiert ist, ist, dass erstmal ein ganz normales neues HTML-Element erstellt wird vom Typen Canvas, also sowas wird irgendwo erstellt im Hintergrund. Das ist noch nicht im DOM drin. Denken Sie immer daran, wenn Sie über diese CreateElement-Methode ein neues HTML-Element erzeugen, können Sie damit in Ihrem JavaScript-Code arbeiten. Sie können alle API-Methoden verwenden, die es so gibt auf diesem HTML-Element. Das ist aber noch nicht im DOM. Also das ist noch nirgendwo sichtbar und es ist auch nirgendwo unsichtbar im DOM, sondern das existiert einfach erstmal nur im Speicher. Sie müssen später, damit es auch tatsächlich Teil von Ihrer Webseite oder Ihrer Webanwendung wird, dieses Element irgendwo hinzufügen und wir machen das in das Body-Element. Also unseren Canvas, den wir hier erzeugt haben, den fügen wir irgendwo in unserem HTML-Body ein, damit der dann auch tatsächlich Teil von unserer Webseite ist und die Zeichenoperationen funktionieren. Ich habe aber schon gesagt, wir wollen eigentlich nicht, dass der sichtbar ist. Wenn wir das jetzt hier so machen würden und so stehen lassen würden und dann später das Videobild auf diesen Canvas packen würden, dann würden die Nutzer und die Nutzerin das sehen. Also das würde man dann als Teil von der Webseite wegnehmen. Deshalb blenden wir den aus, indem wir auch hier wieder auf das Style-Attribut zugreifen. Machen wir das jetzt konsequent so, weil wir es ja an einer anderen Stelle von der Library auch schon so gemacht haben und den Wert auf None setzen. Also diese CSS-Eigenschaft Display kennen Sie wahrscheinlich schon. Damit steuern Sie, wo oder wie das Element positioniert wird und wie sich das zu anderen Elementen verhält. Und wenn Sie das auf None setzen, dann wird es ausgeblendet und ist nicht mehr Teil von dem Sichtbaren. Das None ist vor allem deshalb so wichtig, weil Sie dadurch auch verhindern, dass dieses Schattenelement, was Sie eingefügt haben, Einfluss auf die Positionierung von anderen Elementen hat. Also das ist noch im DOM drin, aber das wird nicht angezeigt und es hat überhaupt keinen Einfluss auf die anderen Elemente. Deshalb dieses None. Was ich dann noch mache ist, ich extrahiere mir aus diesem Canvas-Element auch gleich den Kontext. Das haben Sie auch in den Vorbereitungstexten ja gelesen. Ich habe es gerade auch schon mal gesagt, wenn wir irgendwelche Zeichenoperationen durchführen wollen, dann brauchen wir so einen Kontext, den ich hier über die entsprechende Methode extrahiere und da kann ich über diese Variable dann später die Operationen, zum Beispiel das Zeichnen von dem Video-Element auf den Canvas durchführen. Und Sie können unterschiedliche Kontexte aus einem Canvas extrahieren. Sie können einen 3D-Kontext extrahieren, wenn Sie dann dreidimensionale Animationen oder Darstellungen umsetzen möchten. Wir bewegen uns nur im zweidimensionalen Bereich. Wir haben ja ein 2D-Video, dessen Pixel wir feststellen möchten. Deshalb reicht uns dieser 2D-Kontext. Okay, jetzt haben wir unseren versteckten Canvas und wir haben hier diese Methode und wir wollen in dieser Methode die einzelnen Farben oder die durchschnittliche Farbe von dem aktuellen Frame von diesem Video-Element bestimmen. Ich brauche zuerst die Pixel, die in diesem Element drin sind. Das heißt, ich brauche die Image-Data, dieses Pixel-Array, das mir die einzelnen Farbwerte für die einzelnen Pixel von diesem Bild zurückgibt oder darstellt. Und das mache ich oder die bekomme ich, indem ich dieses Video-Element auf diesen Canvas zeichne. Also ich zeichne den aktuellen Frame auf den Canvas und extrahiere dann die entsprechenden
Image-Data oder dieses Image-Data-Objekt, was dann nach diesem Zeichenprozess die Pixel von dem aktuellen Videoframe beinhaltet. Also der Canvas ist für mich jetzt in diesem Fall eigentlich nur dieser Umweg, um an die Pixelwerte von meinem Videoelement zu kommen, indem ich den aktuellen Videoframe auf den Canvas zeichne, dann würde man dort das Bild sehen und ich kann habe ich irgendwas falsch gemacht? Oh, danke für den Hinweis. Das ist sehr wichtig. Das hätte mich wahrscheinlich gleich Minuten gekostet, das zu debuggen. Danke für den Hinweis. Also hier oben den Kontext extrahiert man natürlich aus dem Canvas, sonst macht es ja tatsächlich überhaupt keinen Sinn. Zurück zu dem, was wir vorhaben. Wir zeichnen das Videoelement auf den Canvas. Der Canvas ist dann diese Zwischenschicht, damit wir an die einzelnen Pixel kommen. Das möchte ich jetzt mal machen. Ich schreibe mir eine Funktion, die heißt getImageDataFromVideo und die soll aus dem übergebenen Videoelement, aus dem übergebenen Source-Element, dieses Pixel-Array, diese Image-Data, die wir aus dem Canvas sehen oder extrahieren können, ausrechnen. Das heißt, in dieser Funktion passiert jetzt der eigentliche Übertrag von dem Videoelement auf den Canvas und die Extraktion von den Pixeln. Das erste, was wir machen, ist, wir nehmen uns unseren Canvas und wir passen dessen Größe an die Größe von dem Video, was wir hier als Parameter übergeben, bekommen an. Also wir synchronisieren die Zeichenfläche, die wir erstellt haben, mit dem Videoframe. Das könnte man auch noch optimieren, dass man das vielleicht nicht in jedem Videoframe macht, aber wir machen das jetzt erstmal. Wir passen Größe von Canvas und Größe von Videoelement ab, damit wir dann mit gleichen Pixeldimensionen arbeiten können. Und damit das Bild vor allem reinpasst in den Canvas. Das ist relativ einfach. Wir passen die entsprechenden Größen in der Breite und in der Höhe jeweils an, indem wir die Dimensionen von dem Canvas mit den Dimensionen von dem Videoelement übereinstimmen. Denken Sie an der Stelle auch nochmal dran, dass so ein Canvas zwei Größendimensionen hat. Einmal die relative Größe von der Zeichenfläche, also mit was für einer Pixelmatrix arbeiten Sie tatsächlich, und die ganz normale Größe von dem Video, von dem Canvas-Element an sich, also von dem HTML-Element. Also HTML-Element und Zeichenfläche können unterschiedliche Größen haben. Die Größe von der Zeichenfläche ist eine relative, die wird dann so gestretched oder so zusammengezogen, dass die in das Canvas-Element selber reinpasst. Wenn ich das jetzt habe, dann hole ich mir den Kontext und ich zeichne den aktuellen Videoframe über die Draw-Image-Methode an die obere linke Ecke an die obere linke Ecke von meinem Canvas. Ich sage auch gerne gleich noch am Ende kurz was zu FlexNow und sowas. Das funktioniert deshalb, weil das Video-Element und das Canvas-Element super kompatibel sind. Diese Draw-Image-Methode können Sie mit allem verwenden, was in irgendeiner Art und Weise von der Canvas-API verwendet oder behandelt, interpretiert werden können. Das kann irgendwie ein Image-Element sein, das kann ein Bild sein, was Sie irgendwie manuell in JavaScript erstellt haben. Das kann aber auch so ein Video-Element sein. Und Sie zeichnen damit den aktuellen Frame von diesem Video-Element auf den Canvas. Sie sagen dann noch, an welche Stelle das passieren soll, also wo auf den Canvas soll dieses Bild erscheinen. Und dadurch, dass wir die Größe des Canvas vorher angepasst haben, hat auch der ganze Videoframe Platz. Und wir haben, auch wenn wir das jetzt nicht sehen, weil es ja so ein versteckter Canvas ist, den aktuellen Frame in diesem Canvas eingezeichnet. Dann können wir uns die Pixel auslesen, indem wir aus diesem Kontext heraus die Image Data, also dieses, das ist noch kein Array, das ist ein Objekt, was diese kompletten Pixelinformationen beinhaltet, auslesen und müssen dabei so ein Fenster angeben. Also welchen Teilbereich des Canvas wollen wir jetzt als Pixel extrahieren?
Wir wollen den kompletten Canvas extrahieren und machen das, indem wir über die ersten beiden Parameter den Ursprung von diesem Bereich, dessen Pixel wir auslesen wollen, angeben und über die anderen beiden Parameter die Dimensionen von diesem Ausschnitt aus dem Canvas definieren, was in unserem Fall auch wieder der gesamte Bereich ist. Also wir sagen, wir wollen jetzt den kompletten rechteckigen Bereich von der oberen linken Ecke bis zur unteren rechten Ecke von diesem Canvas auslesen und wollen die Pixelwerte bekommen, die wir da zurückbekommen. Uns interessiert nicht das komplette Array, da stehen dann noch so ein paar Metainformationen drin, also zum Beispiel die Größe, die Höhe, die Breite von diesem Ausschnitt. Uns interessiert nur das Array mit den eigentlichen Pixeln. Hierhinter verbirgt sich jetzt dieser Ausschnitt des Canvas als Pixelwerte und zwar als so ein ganz, ganz langes Array, in dem immer vier aufeinanderfolgenden Werte die RGBA Farbwerte von dem jeweiligen Pixel sind. Also die ersten vier Einträge von dem Array, das Sie hier extrahieren, bezeichnen die Farbwerte für den Pixel ganz oben links im Canvas. Also ganz, ganz oben links ist der erste Pixel dargestellt durch vier aufeinanderfolgende Werte in diesem Canvas. Und so geht das dann von links nach rechts und Zeile für Zeile immer weiter. Es ist ein eindimensionales Array. Das heißt, wenn Sie da gezielt auf bestimmte Pixel zugreifen wollen, müssen Sie das noch umrechnen, unter Rückbezug auf die Größe und die Höhe von dem Canvas. Aber das kann ich schon mal vorwegnehmen, brauchen wir jetzt in dieser Lösung nicht. Wir brauchen nur diese ganzen Pixel, die wir hier über dieses Array aus dem Canvas rausgelesen haben. Und das sind die Pixel, die in dem Videoframe im Moment drinstecken, weil wir das den aktuellen Videoframe ja vorher auf den Canvas gezeichnet haben. Das geben wir zurück aus unserer Methode. Und dann rufen wir diese Methode hier oben auf. Also wir können jetzt hier mal diese Return-Anweisung ausklammern und uns damit beschäftigen, dieses To-Do letztendlich umzusetzen. Ich hole mir jetzt die Pixel aus dem Videoframe, was ich hier übergebe, indem ich die neue Methode aufrufe, die ich gerade erstellt habe, und mein als Parameter übergebenes Videoelement angebe. Dann habe ich alle Pixel, die aktuell in dem Videoframe drin sind. Und jetzt mache ich was ganz, ganz Naives, was man in der produktiven Anwendung auf jeden Fall überdenken sollte. Ich iteriere über jeden dieser Pixel. In so einer Schrittfolge von vier Abschnitten. Warum mache ich das? Ich habe ja gerade gesagt, in diesem Array sind die Pixelwerte von den einzelnen oder sind die Farbwerte von den einzelnen Pixeln gespeichert und zwar in diesem Format. Also ich zeige es mal ganz kurz, wie man sich das vorstellen kann. Da steht dann vielleicht sowas drin: 255, 255, 255, 255. Also für einen weißen Pixel dann vielleicht irgendwie ein schwarzer Pixel, dann vielleicht ein roter Pixel. Und wenn wir jetzt die einzelnen Pixel betrachten wollen, müssen wir immer vier aufeinanderfolgende Werte in diesem Array anschauen. R, G, B und Alpha-Wert. Die gehören zusammen. In dem Array ist da keine weitere Struktur drin, sondern wir müssen die Struktur hineininterpretieren, indem wir immer vier aufeinanderfolgende Werte in diesem Array eben entsprechend als zusammengehörig und als gesamte Farbinformation für einen Pixel betrachten. Dann, das müssen wir wissen, das kann man in der Dokumentation von diesem Image Data nachlesen oder Sie vertrauen mir einfach. Man muss die Struktur von diesem Pixel Data Array kennen und kann dann auf die einzelnen Sachen zugreifen und deshalb können wir hier unsere Vorschleife ein bisschen schöner gestalten, weil innerhalb der Vorschleife werden wir uns jetzt immer diese vier Werte anschauen und dann zum nächsten Pixel übergehen. Deshalb hier kein Plus-Plus, wie man das ja vielleicht sonst erwarten könnte, sondern wir inkrementieren immer mit einer ganz bestimmten Laufweite, nämlich dieser Maskenlänge, mit denen wir eine Pixeleinheit abgreifen können innerhalb des Arrays. Dann lege ich mir hier oben vielleicht noch so ein paar Hilfsvariablen an. Ich
Nennen die vielleicht Average Red, Average Green, Average Blue. Und jetzt wird es noch unperformanter. Ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme mir jeweils den aktuellen Farbkanal. Also ich addiere auf diese 0 den Rotwert vom ersten Pixel, indem ich auf die entsprechende Stelle zugreife und mache das Ganze auch noch für die anderen Farbkanäle. Also hier greife ich dann auf den zweiten Eintrag im Array zu und für den blauen Farbkanal nehme ich den dritten Eintrag. Den Alpha-Wert, den ignoriere ich an dieser Stelle einfach. Und dann habe ich, wenn ich das mit allen Pixeln gemacht habe, irgendwie eine ganz, ganz große Zahl drin, in der ich die Summe aller Farbwerte für die einzelnen Pixelkanäle addiert habe. Ja. Ich zähle alle Rotwerte zusammen, ich zähle alle Grünwerte zusammen, ich zähle alle Blauwerte zusammen und am Ende, auch um jetzt vielleicht den Algorithmus ein bisschen deutlicher zu machen, berechne ich dann. Zusammensetze aus eben dem drumherum. So schaut ja in CSS eine Farbe aus, RGB, und damit komma-separiert die einzelnen Bestandteile. Und für die einzelnen Bestandteile setze ich, wenn ich jetzt den Syntax richtig in Erinnerung habe, die verschiedenen von mir gerade eben berechneten Durchschnittsfarbwerte tatsächlich ein. Das gebe ich dann so raus, gebe ich am Ende zurück und habe dann somit über den Umweg von diesem Canvas die Pixel aus dem Video extrahiert, die Durchschnittsfarbwerte in einer ganz, ganz naiven Art und Weise bestimmt und aus diesen durchschnittlichen Farbwerten hier mit einem CSS-String zusammengebaut. Den verwende ich immer, wenn die Update-Methode aufgerufen wird, weil ich mir den ja über diese getColorFromVideo-Methode extrahiere und setze den dann ein als MB-Like-Farbe. Schauen wir mal, ob das irgendwie so ein bisschen funktioniert hat. Ich lade nochmal das Video und ich spiele es ab. Und dann schauen wir mal, ob sich irgendwas verändert. Nein, irgendwo ein Problem.
Okay. Aha, okay. Okay, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Das hätte ich jetzt tatsächlich, glaube ich, die ganze Zeit übersehen. Ich glaube, Sie haben völlig recht mit dem Hinweis. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich kann ja auch gerne erklären, woran es liegt. Ich hab, glaube ich, sogar tatsächlich den Grund erklärt ursprünglich, weil ich ja Ihnen irgendwie so ein bisschen was davon erzählt habe, dass Canvas-Elemente unterschiedliche Größen haben können, was irgendwie die Darstellung im DOM angeht und was die Darstellung der oder die Größe der Zeichenfläche angeht. Hier haben wir das gleiche Problem. Was ich hiermit mache, ist, ich greife auf die Breite und die Höhe von dem Element auf, zu und ich greife nicht auf die Höhe und die Breite von dem Video, was in dem Element abgespielt wird zu. Und was ich natürlich machen muss, damit diese ganze pixelbasierte Konvertierung auch funktioniert, ich muss den Canvas auf die Größe setzen, die das eigentliche Videomaterial hat. Die Größe von dem HTML-Element, die ist mir relativ egal. Dieses Video-Element, das ist ja vielleicht kleiner oder größer als die Videoquelle und dementsprechend setze ich oder synchronisiere ich diese beiden Dimensionen mit dem Canvas auf der einen Seite und dem eigentlichen Videomaterial auf der anderen Seite. Schauen wir mal, wenn ich das jetzt lade, muss ich es natürlich auch noch starten. Ganz oft laden, damit der Cache rausgeht. Und dann kriegen wir diese Fehlermeldung nicht mehr. Das können wir ignorieren. Das lag jetzt am Neuladen die ganze Zeit. Und es funktioniert wieder wunderbar mit unserem Bias Lighting. Vielen Dank, Leuchtreklamen, für den Hinweis. Und tatsächlich haben wir damit auch die Funktionalität von dieser Bibliothek jetzt vollständig implementiert und sind mehr oder weniger fertig. Also wir haben jetzt hier diesen sehr ärgerlichen kleinen Mini-Fehler gemeinsam debuggt, extrahieren jetzt auf die richtige Art und Weise die entsprechenden Farbwerte aus dem Canvas und verwenden die in CSS-Darstellung, um dieses Bias Lighting tatsächlich zu setzen. Und mit diesem wunderbaren gemeinsamen Ergebnis können wir auch erstmal das Live-Coding für heute tatsächlich beenden. Wir machen dann in der nächsten Woche auch mit dem nächsten Thema und auch wieder mit so ein bisschen Programmieren, Live-Programmieren weiter. Und ich würde jetzt gerne noch ganz kurz diese Frage beantworten, wenn ich sie noch im Kopf habe, die im Chat war. Jetzt ist die natürlich verloren gegangen, glaube ich, weil ich den Stream neu gestartet habe. Ich glaube, es ging um die FlexNow-Anmeldung. Und soweit ich informiert bin, müssten Sie diese Informationen, wann Sie sich anmelden müssen zu dem MME-Kurs und wann Sie das vor allem können, in der PDF-Datei finden, die ich vor einigen Wochen mal im GRIPS-Kurs der Medieninformatik hochgeladen habe. Also schauen Sie mal nach, ob da die Informationen stehen. In diesem großen PDF, Prüfungsanmeldung heißt das. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn es im LSF auch nicht drinsteht, obwohl das wird ja gerade gesagt, dass es drinsteht, dann schreiben Sie mir nochmal. Also ich habe die Daten jetzt nicht im Kopf auswendig, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich Ihnen die vor ein paar Wochen mal zugeschickt habe in so einem großen PDF, auch mit allen anderen Daten vom Lehrstuhl. Falls da doch irgendwie was fehlt, falls vielleicht irgendwie für Ihre Fachkombination oder sowas da eine wichtige Frist oder sowas nicht aufgeführt ist, dann schreiben Sie mir nochmal, dann schaue ich bis zur nächsten Woche nochmal nach. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal für den Hinweis beim Debuggen. Wir sind jetzt erstmal fertig. Denken Sie bitte dran, Ende der Woche dann auch mit den Code Reviews zu starten und sich unser Feedback zu Ihrer Lösung von der Übungsaufgabe anzuschauen. Viel Erfolg mit der nächsten Übungsaufgabe, die es Freitag gibt. Und bis dahin alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss.